Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns in der Vorlesungsreihe der Buchführung und sind hier schon beim 11. Video angelangt, wo wir uns mit den Reisekosten auseinandersetzen werden. Wie gehen wir dabei vor? Wie so oft klären wir zuerst die Grundlagen, dann widmen wir uns den verschiedenen Punkten, die Reisekosten umfassen. Das sind die Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwendungen sowie Reisenebenkosten. Okay, fangen wir mit den Grundlagen an. Zum Betriebsalltag gehören, wie ja relativ bekannt sein dürfte, auch manchmal Fahrten, und zwar zu verschiedenen Dienstorten oder zu Weiterbildung etc. Alle damit zusammenhängenden Kosten wie Fahrt, Übernachtung, Verpflegung, diese werden alle zusammen unter den großen Begriff Reisekosten zusammengefasst. Und hier muss man zwei wichtige Kriterien beachten, die quasi auch zur Unterscheidung und wirtschaftlichen Betrachtung dienen und notwendig sind, damit wir die entstandenen Aufwendungen korrekt buchhalterisch erfassen. Das erstmal die Frage auf die Rechnung auf Namen des Unternehmers bzw. Rechnungsempfänger bei Kleinbeträgen nicht genannt ist. Ist das der Fall, dann können wir Vorsteuerabzug machen. Haben wir keine Rechnung, die auf den Unternehmer ausgestellt ist, ist zum Beispiel ein Mitarbeiter, der in einem Hotel war und die Hotelrechnung läuft auf seinen Namen, dann kann der Unternehmer dafür natürlich keine Vorsteuer geltend machen. Und die zweite Frage ist, ob dem Unternehmer oder dem Angestellten die Kosten entstanden sind. Und je nachdem, was von beiden der Fall ist, könnten Pauschalierungen eintreten. Das schauen wir uns jetzt quasi alles insgesamt an. Fangen wir zunächst mit den Fahrtkosten an. Das dürften auch die häufigsten sein. Bei denen ist es unerheblich, ob sie durch den Unternehmer oder durch den Arbeitnehmer veranlasst sind. Was jedoch sehr wichtig ist, ist, dass es sich um einen privaten Pkw handelt, weil wäre es ein betrieblicher Pkw, wären die entstandenen Kosten ja bereits als Aufwand erfasst, zum Beispiel tanken etc. Als Fahrtkosten im Sinne von Reisekosten gelten auch Taxi-, Bahn- oder Flugkosten, also quasi alles, was uns von A nach B bringt. Und dabei müssen die Kosten für die Fahrt mit dem privaten Pkw mit 30 Cent pro Kilometer pauschaliert werden. Bei anderen motorisierten Fahrzeugen werden 20 Cent pro Kilometer angesetzt. Alternativ können auch die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die entsprechenden Belege vorliegen. Unabhängig davon, welche der Varianten man wählt und welche Pauschalierungen möglich sind, wird gebucht Reisekosten, Arbeitnehmer oder Unternehmer, muss man sich entscheiden. Dann, wenn es Unternehmer ist, noch Vorsteuer und das Ganze an das entsprechende Geldkonto, das wird wahrscheinlich Kasse etc. sein. Machen wir dazu eine kleine Ad-Hoc-Übung, das heißt, ich stelle es euch vor und ihr versucht das nachzuvollziehen. Ich habe hier zwei Fälle ausgedacht. Bei erstens geht es um den Einzelunternehmer T. Ripp, der dienstlich für eine Woche nach Dubai verreist ist, wobei ihm Flugkostenhöhe von 1190 Euro inklusive Umsatzsteuer entstanden sind, die er von seinem privaten Bankkonto bezahlt hat. Bei zweitens geht es auch um T. Ripp, aber genau genommen um seine Sekretärin, die bei einem Workshop in Berlin das Unternehmen vertritt. Dazu fährt sie mit ihrem privaten Pkw nach Berlin bei einer Strecke von 120 Kilometern bis zu ihrem Hotel, von welchem aus sie ein Taxi mit Kosten von 10 Euro plus 70 Cent Umsatzsteuer nimmt, wobei die Quittung auf das Unternehmen ausgestellt ist. Die Reisekosten, die sie hat, werden vom Arbeitgeber erstattet und die Erstattung erhält sie bar. Okay, fangen wir mit erstens an. Relativ einfach. Wir haben 1190 brutto Reisekosten, die Rechnung ist auf Unternehmer. Das heißt, wir haben 1000 Euro Nettoaufwand, den wir auf Reisekosten Unternehmer buchen, 190 Euro Vorsteuer, die wir daraus geltend machen können, und das Ganze buchen wir an Privateinlage 1190 Euro. Wäre es kein Einzelunternehmer, sondern eine Kapitalgesellschaft, müssten wir das gegen das entsprechende Kapitalkonto des Gesellschafters buchen, beziehungsweise gegen Futterungen gegenüber Gesellschafter. Ne, Korrekturverbindlichkeiten, so. Genau. So, bei zweitens ein bisschen komplizierter bei der Sekretärin.
Wir pauschalieren die Fahrtkosten mit 120 Kilometer mal 30 Cent pro Kilometer. Das Ganze multiplizieren wir mit 2, weil sie ja hin und zurück gefahren ist. Das heißt, sie hat Anspruch auf 72 € Fahrtkostenerstattung. Die tatsächlichen Kosten fürs Taxi können wir auch ansetzen, sind 10 €. Das ergibt Reisekosten in Höhe von 72 € plus 10 € macht 82 €. Wir buchen Reisekosten, Arbeitnehmer 82 €, Vorsteuer 70 Cent, Ankasse 82,70 €. So, jetzt seid ihr dran. Hier zwei ähnliche Fälle. Und ich würde euch bitten, das Video zu pausieren, euch das durchzulesen und diese Vorfälle hier nach gezeigtem Schema oder nach einem anderen passenden Schema zu lösen. Und ja, ich springe zur Lösung und wir vergleichen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Bei erstens ging es um die Unternehmerin R. Jan, die für 2 Wochen dienstlich nach Thailand geflogen war und Flugtickets dafür bezahlt hat in Höhe von 2.380 € brutto. Sie hat also zu buchen den Nettoaufwand in Reisekosten Unternehmer für 2.000 €, Vorsteuer daraus 380 €, die sie geltend machen kann, und das Ganze gegen Privateinlage 2.380 €. Zweitens war wieder ein bisschen komplizierter, aber der Fall war ähnlich der Ad-hoc-Übung. Wir hatten eine Fahrt von 300 Kilometern pro Strecke und Fahrt mit der Stadtbahn mit in Rechnung von 5,95 €, die 90% Umsatzsteuer enthält und die dienstlich bezahlt wurde. Pauschalierte Fahrkosten sind also zu berechnen mit den 300 Kilometern für hin plus 300 Kilometer zurück, also insgesamt 300 Kilometer mal 2. Mal 30 Cent pro Kilometer macht 180 € Erstattungsbetrag. Die tatsächlichen Kosten fürs Taxi sind auch Reisekosten. Die 5 € können wir direkt ansetzen. Und die Summe von Reisekosten sind 180 € plus 5 € macht 185 €. Ob das jetzt Taxi ist oder Stadtbahn, ist nicht ganz so wichtig. Wir buchen Reisekosten Arbeitnehmer 185 €. Vorsteuer 95 Cent und hier war ein kleiner Trick dabei, deswegen auch kein grüner Smiley. 180 € die Fahrtsachen erhält sie erstattet zurückbar, also 180 € an Kasse, aber das Ticket wurde ja mit EC-Karte bezahlt, das heißt es geht vom Bankkonto runter. Deswegen entweder, wenn es wirklich eine Bankkarte war, dann Bank 5,95 € oder aber wenn man die Geldkarte über ein Extrakonto erfasst, dann Geldtransit. Ja, und damit sind wir schon bei drittens angelangt, wo wir uns mit den Übernachtungskosten beschäftigen. Bei denen können die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt werden. Die Vorsteuer von 7%, Achtung, darf allerdings natürlich wieder nur dann gezogen werden, wenn die Rechnung auf den Unternehmer lautet. Entstehen einem Arbeitnehmer dienstliche Übernachtungskosten, dann kann der Arbeitgeber die tatsächlichen Kosten erstatten oder aber mit 20 € pro Übernachtung pauschalieren. Die Buchung sieht wieder mal unabhängig davon wie folgt aus: Reisekosten, Arbeitnehmer oder Unternehmer, je nachdem, wen wir buchen. Bei Unternehmer kommt noch Vorsteuer dazu, an Kasse etc. Beziehungsweise auch beim Arbeitnehmer kann natürlich Vorsteuer dazukommen, allerdings muss die Rechnung auf den Unternehmer lauten. Da das so einfach ist, gehen wir gleich zu viertens über, die Verpflegungsmehraufwendungen. Die sind eigentlich dann wichtig, weil längere Dienstreisen in der Regel mit Aufwendung für Verpflegung einhergehen. Und zwar entweder Halb- oder Vollpension oder der Arbeitnehmer oder auch der Unternehmer muss sich selbst ernähren und hat quasi mehr Aufwand, wie der Name schon sagen soll, für die Verpflegung, als wenn er zu Hause zum Beispiel wäre. Und bei diesen Verpflegungsmehraufwendungen wird nicht zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer unterschieden und es gelten folgende Regeln. Erstens. Tatsächliche Kosten dürfen nicht angesetzt werden. Ist egal, wie teuer die Pension oder wie teuer das Schnitzel ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Allerdings haben wir nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 4a Satz 1 StG jeweils für den Tag der An- und Abreise 12 € und für jeden vollen Tag 24 € als Aufwand anzusetzen. Das heißt, das sind quasi Pauschalen, die der Gesetzgeber festgelegt hat und sagt,
Für jeden quasi halben Tag oder angebrochenen Tag, gilt ja hier ab mehr als 8 Stunden getrennt, darfst du 12 Euro geltend machen. Für jeden vollen 24, verfrisst du 24 Euro mehr am Tag. Ist der auswärtig Untergebrachte ein Arbeitnehmer und zahlt der Arbeitgeber die Kosten für die tatsächliche Verpflegung, dann muss nach § 9 Absatz 4a Nummer 7 StG täglich für ein Frühstück die Pauschale um 4,80 Euro, für Mittag um 9,60 Euro und für Abendbrot um 9,60 Euro gekürzt werden. Das heißt, tut der Arbeitgeber das bezuschussen, wird das gekürzt. Daraus ergeben sich natürlich einige verschiedene Kombinationen und damit auch verschiedene Buchungssituationen, die wir uns jetzt auf dieser nächsten Folie hier anschauen. Variante 1, die Rechnung lautet auf den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer übernimmt keine Kosten für die Verpflegung und damit auch keine Vorsteuer. Dann haben wir den ganz einfachsten Fall. Wir buchen alles an von Reisekosten Arbeitnehmer an Kasse oder wie auch immer das fließt. Zweiter Fall, die Rechnung lautet auf den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber nimmt die Kosten für die Verpflegung und daraus entstehen Kosten der Verpflegung und eine pauschale Kürzung. Dann müssen wir buchen Reisekosten. Reisekosten nicht abzugsfähig. Vorsteuer 7% an Kasse oder etwas Ähnliches. Dritte Variante. Die Rechnung lautet auf Arbeitgeber. Arbeitgeber übernimmt keine Kosten für Verpflegung, nur die Pauschale. Dann haben wir Reisekosten, Vorsteuer 7% an ein entsprechendes Geldkonto, höchstwahrscheinlich Kasse. Machen wir zum besten Verständnis eine kleine Übung. Wir haben hier verschiedene Fälle, die buchhalterisch zu erfassen sind. Und damit wir das auch mal wieder üben, soll sowohl die handelsrechtliche als auch die steuerrechtliche Gewinnauswirkung beurteilt werden. Erstens haben wir wieder Unternehmer Terip, der eine Woche in Dubai dienstlich verreist ist, wir erinnern uns, und im Schotterhotel unterkommt, wo er 6 Nächte für 107 Euro brutto verbringt. Zudem erhält er eine Rechnung für tägliches Frühstück von 11,90 € brutto. Die Rechnung wird mittels direkter Banküberweisung bezahlt. Bei zweitens geht es wieder um seine Sekretärin, die ist immer noch auf dem Workshop in Berlin und für 3 Tage auswärtig untergebracht. Terip ersetzt ihre Aufwendung für Verpflegung nicht, das heißt, sie zahlt alles selber. Das Hotel kostet 53,50 € brutto pro Nacht. Die Rechnung lautet auf den Arbeitgeber. Die Sekretärin erhält ihre verauslagten Kosten bar erstattet. Was haben wir also? Unserem ersten Fall, die Übernachtung in Dubai quasi, können wir erstmal die Übernachtungskosten netto vollkommen als Aufwand ansetzen. Das sind bei 107 Euro und 7% Vorsteuer darin. 100 Euro pro Nacht mal 6 Nächte, die dort übernachtet wurden, macht 600 Euro. Die Kosten für Verpflegung sind natürlich nicht die tatsächlichen Kosten, haben wir ja gelernt, sondern nur in Höhe der Verpflegungspauschale von 24 Euro für jeden vollen Tag und 12 Euro für den Tag der An- und Abreise ansetzbar. Wir hatten also 5 volle Tage, das mal 24 Euro, hatten 2 Tage für An- und Abreise. Klar, bei 6 Nächten müssen wir auf 7 Tage mindestens kommen. Die werden mit 12 Euro pro Tag berechnet. Das ergibt 44 Euro. Das heißt, 600 Euro plus 144 Euro, dass 744 Euro der Reisekosten abzugsfähig sind. Die restlichen Reisekosten sind logischerweise dann nicht abzugsfähig. Was haben wir da? Naja, diese 30 Euro netto pro Tag fürs Essen mal die 6 Tage, die er das gemacht hat. Das sind 180 Euro. Das heißt, er hat 180 Euro Aufwand gehabt. 144 Euro sind abzugsfähig. Verbleiben also 36 Euro, die er nicht abzugsfähig hat. Die Vorsteuer der Verpflegung von 90% kann er direkt geltend machen. Und 5,70 € pro Tag mal 6 Tage, das ergibt dann 34,20 €. Die Vorsteuer aus der Übernachtung sind 7 Euro pro Tag, eigentlich genau genommen pro Nacht, mal 6 Tage bzw. Nächte, macht 42 Euro 7%ige Vorsteuer, die er ziehen kann. Wir buchen jetzt also die errechneten Reisekosten des Unternehmers, 744 Euro. Dann die nicht abzugsfähigen Reisekosten des Unternehmers sind 36 Euro. Die Vorsteuer von 7% sind 42 Euro. Und die Vorsteuer von 90% in Höhe von 34,20 Euro.
Und das alles wurde hier per Bank bezahlt, also gegen Bank, in Höhe von 856,20 €. Die handelsrechtliche Gewinnauswirkung sind quasi alle Aufwandskonten. Gewinnminderung ist das, wir haben nur Aufwand von 744 plus 36 Euro macht 780 Euro. Steuerrechtlich alle Aufwandskonten, die abzugsfähig sind, das heißt in dem Fall nur die Reisekosten Unternehmer, sind 744 Euro. Das heißt, hier hätten wir schon eine Differenz zwischen den verschiedenen Bilanzen. Okay, bei zweitens ging es um seine Sekretärin. Ihre Übernachtungskosten netto sind natürlich wieder vollkommen als Aufwand abzugsfähig. Sind 50 Euro die Nacht mal 2 Nächte macht 100 Euro. Die Kosten für Verpflegung sind wieder in Höhe der Verpflegungspauschale von 24 Euro für jeden vollen und 12 Euro für jeden quasi halben Tag ansetzbar. Wir haben hier einen vollen Tag plus 2 halbe Tage, also 24 plus 12 plus 12 macht 48 Euro. Das heißt, insgesamt haben wir 148 Euro abzugsfähige Reisekosten. Vorsteuer für Verpflegung können wir nicht ziehen, da die Rechnung auf Namen des Arbeitgebers lautet. Sind wir da also raus. Aber für die Übernachtung können wir. Da war die Vorsteuer 3,50 € pro Nacht. Mal 2 Nächte oder halb Tage macht 7 Euro. Ja, das Ganze buchen wir jetzt. Reisekosten Arbeitnehmer 148 Euro. Vorsteuer 7% sind 7 Euro. Alles gegen Kasse 155 Euro. Die handelsrechtliche Gewinnauswirkung und die steuerrechtliche sind identisch, denn wir haben hier nur abzugsfähige Konten. Beides Gewinnminderung um 148 Euro. Mehr war das nicht. So, damit kommen wir zu fünftens, den Reisenebenkosten. Das ist ein relativ kleiner Part. Das sind halt alle Reisekosten, welche nicht in die vorherigen Gruppen reinsortiert werden können. Das ist hauptsächlich kleinere Posten wie Parken, Autobahngebühren, Kurtaxen, Impfkosten, wenn man verreisen muss, oder Kosten zum Erstellen von Reisedokumenten. Ja, all solche Dinge. Sie sind halt sehr vielseitig, wertmäßig in der Regel sehr geringfügig und daher gibt es auch keine Pauschalierung und es können die tatsächlichen Kosten angesetzt werden, sofern man natürlich entsprechende Belege hat. Wichtig ist vielleicht noch beim Parken, gibt es auch verschiedene Prozentsätze. Es gibt steuerfrei, es gibt 7% und gibt 19%. Und auch beim Taxi, was wir vor uns hatten, kommt es darauf an, bei Stadtfahrten und ich glaube Entfernungen kleiner 30 Kilometer sind 7%, alles andere 19% Umsatzsteuer. Da muss man wirklich auf die Rechnung schauen. So, da ihr das jetzt alles so schön gelernt habt, machen wir eine kleine Übung. Und zwar folgende Vorfälle sind wieder buchhalterisch zu erfassen. Alle angegebenen Beträge sind Bruttowerte. Handelsrechtliche und steuerrechtliche Gewinnauswirkungen sind anzugeben. Ich wünsche euch wieder viel Erfolg. Pausiert am besten das Video, gebt euch viel Mühe und ja, ich springe zu den Lösungen. Okay, kommen wir zur ersten meiner 6 Lösungsfolien. Wir fangen natürlich vorne an. Und sagen, da mehr als 8 Stunden dienstlich getrennt von Betriebsstätte hält PKW die Pauschale für Verpflegungsmehraufwand in Höhe von 12 Euro. Haben wir die erstmal. So, dann die Reisekostenpauschale für den privaten PKW ergibt sich aus 30 Cent pro Kilometer mal 80 Kilometer mal 2 für Hin- und Rückfahrt sind 48 Euro. Dann haben wir noch das Parkticket, natürlich netto, sind 2 Euro. Ergibt Summe der Reisekosten des Arbeitnehmers 62 Euro. Jetzt schauen wir uns an, was an Vorsteuer zu ziehen ist. 90%ige Vorsteuer haben wir aus dem Parkticket, sind 38 Cent. Und wir buchen Reisekosten Arbeitnehmer 62 Euro, Vorsteuer 90%, 38 Cent, an Kasse 62,38 €. Gewinnauswirkung, handelsrechtlich, steuerrechtlich ist dasselbe, und zwar die 62 Euro, die wir als Aufwand verbucht haben. Beim nächsten, die Flugtickets netto im Wert von 100 Euro. Haben wir die erstmal. Dann Verpflegungsmehraufwand, der sich ergibt aus 12 Euro mal 2 Tage An- und Abreise plus 24 Euro mal 4 volle Tage ergibt insgesamt 120 Euro.
Übernachtung, netto natürlich, sind 60 € pro Nacht mal 5 Nächte, sind 300 €. Ergibt Summe der Reisekosten des Unternehmers von 520 €. Dann schauen wir mal, wir haben 90%ige Vorsteuer, die sich aus dem Frühstück mit 95 Cent pro Tag mal 5 Tage ergibt, macht Vorsteuer von 4,75 €. Dann haben wir noch die 7%ige Vorsteuer aus der Übernachtung, die sich ergibt mit 4,20 € pro Nacht mal 5 Nächte, macht 21 €. Jetzt haben wir alles, was wir zum Buchen brauchen, und zwar Reisekosten Unternehmer 520 €, Vorsteuer 19% in Höhe von 4,75 €, Vorsteuer 7% in Höhe von 21 € und das alles an Geldtransit oder Bank, das war jetzt nicht eindeutig, in Höhe von 545,75 €. Die Gewinnauswirkung ist handelsrechtlich und steuerrechtlich identisch, und zwar 520 €. Okay, wir ermitteln erstmal die Reisekosten des Unternehmers. Wieder mal. Und zwar Fahrt mit dem LKW sind 0 €, denn der ist zum Betriebsvermögen gehörig. Und damit können wir da nichts ansetzen. Das ist ja schon alles quasi über die verschiedenen Belege als Aufwand erfasst. Verpflegungsmehraufwand haben wir. Ergibt sich aus 12 € mal 2 Tage der An- und Abreise plus 24 € mal 9 volle Tage macht 240 €. Die tatsächlichen Aufwendungen müssen wir hier allerdings betrachten, sind 10 € pro Tag mal 10 Tage, sind 100 €. Übernachtung netto sind 20 € pro Nacht mal 10 Nächte, sind 200 €. Die Garagenmiete netto sind 50 €, nehmen wir auch noch dazu. Das ergibt Reisekosten des Unternehmers von 350 €. Er kann natürlich nicht die volle Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand einsetzen, wenn die tatsächlichen Aufwendungen niedriger sind. Okay, Ermittlung Reisekosten der Arbeitnehmer. Fahrt der PKW sind 150 Kilometer pro Person, mal 3 Personen, die die zurückgelegt haben, mal 2, weil sie hin und zurückgefahren sind, mal 30 Cent pro Kilometer. Das ergibt 270 €. Dann haben wir noch den Verpflegungsmehraufwand. Der ergibt sich aus 12 € mal 2 Tage der An- und Abreise plus 24 € mal 9 volle Tage pro Person das alles. Deswegen mal 3 Personen und das ergibt 720 €. Davon abzugsfähig sind 4,80 € mal 2 Tage der An- und Abreise plus 9,60 € mal 9 volle Tage mal 3 Personen sind 96 €. Tatsächliche Kosten sind 10 € pro Tag mal 10 Nächte pro Person mal 3 Personen sind 300 €. Nicht abzugsfähig ist also die Differenz zwischen diesen Sachen, sind also 204 €. Die Übernachtung netto ergeben sich aus 20 € pro Nacht mal 10 Nächte mal 3 Personen sind 600 €. Die Parkhausmiete netto sind 10 € pro Person mal 3 Personen, macht 30 €. Das ergibt Summe der Reisekosten der Arbeitnehmer in Höhe von 1.716 €. Okay, wir brauchen aber noch die Vorsteuer. Das sind 90% aus der Garagenmiete für den LKW. Dann die Parkhausmiete für PKWs mit 1,90 € pro PKW mal 3 PKWs sind 5,70 €. Dann dazu noch Frühstück und Abendbrot in Höhe von 1,90 € pro Tag mal 10 Tage pro Person mal 4 Personen sind 76 €. Ergibt eine Summe an Vorsteuer 90% von 91,20 €. Bei der 7%igen Vorsteuer haben wir die Übernachtungen mit 1,40 € pro Nacht. Mal 10 Nächte pro Person, mal 4 Personen, macht insgesamt dann 56 €. Und ja, hier mal die gesamte Aufstellung. Da haben wir ja eigentlich so gut wie alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt auch noch die Kasse bestimmen. Die ergibt sich aus den pauschalierten Kosten. Das entspricht den Fahrkosten PKW und damit 270 €. Jetzt haben wir alles, was wir zum Buchen brauchen.
Wir haben errechnet die Reisekosten des Unternehmers mit 350 Euro als Aufwand, Reisekosten Arbeitnehmer abzugsfähig 1716 Euro, Reisekosten Arbeitnehmer nicht abzugsfähig 204 Euro, Vorsteuer 90% sind 91,20 Euro, Vorsteuer 7% sind 56 Euro, an, das was pauschaliert wird, geht über die Kasse raus 270 Euro, der Rest über die Bank in Höhe von 2147,20 Euro. Handelsrechtliche Gewinnauswirkung ergibt sich aus den Aufwandskonten Reisekosten Unternehmer, Reisekosten Arbeitnehmer, abzugsfähig und nicht abzugsfähig, also quasi aus allen. Es sind also 350 plus 1716 plus 204 Euro ergibt 2270 Euro Gewinnminderung. Steuerrechtlich sieht es ähnlich aus. Wir müssen halt nur die Reisekosten Arbeitnehmer nicht abzugsfähig weglassen. Das heißt, wir haben dann 204 Euro weniger oder rechnen einfach 350 plus 1716 und landen bei einer steuerlichen Gewinnauswirkung von 2.066 €. Ja, damit haben wir das Thema Reisekosten schon durch. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich. Ich fand es ganz spannend. Würde mich über eine gute Bewertung freuen, über Daumen hoch oder Abonnement. Wäre ich auch sehr glücklich, hilft mir sehr weiter, dass ich die Videos immer weitermachen kann. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Thema. Schaut vielleicht auch mal bei den anderen Videos rein. Wir haben ja auch noch den Gaming-Channel und auch mittlerweile das Hörbuch. Und wenn nicht, gibt immer noch schöne Wissensthemen, die man sich anschauen kann. Ich verabschiede mich. Tschüss.